Vor einiger Zeit begab es sich, dass ein Hochschullehrer der RWTH Aachen auf mich zukam und mir seine Motivideen für eine Vorlesung gezeigt hat. Daraus ergab sich eine sehr nette Kooperation, bei der auch ein Winterdiorama entstanden ist. Da es sich bei der RWTH Aachen um das Institut für Technische Chemie und bei der Vorlesung um Reaction Engineering für Chemiestudenten im Masterstudiengang handelt, geht es hier nicht um das üblicherweise in Winterdioramen dargestellte Winterdorf am See oder einen verschneiten Weihnachtsmarkt, sondern um Szenen aus einem Chemiewerk. Ein solches habe ich im Modell nachgebildet und die einzelnen Bauabschnitte in Videos festgehalten. Im Rahmen der Kooperation sind dann Szenen im Werk entstanden, von denen 13 den Weg in die Vorlesung gefunden haben. Dabei geht es um einen neuen Lehr- und Lernansatz, bei dem Probleme aus dem Berufsalltag eines Chemikers in Produktionsbetrieben der chemischen Industrie analysiert und gelöst werden sollen. Anders als beim Auswendiglernen bestätigen viele Studien für diesen Problemlösungsansatz einen nachhaltigen Lerneffekt. Die Problemstellungen in den 13 Episoden werden jeweils durch ein Modellbahnbild eingeleitet, das die Szenerie beschreibt. Marcel Liao hat sein Konzept vor wenigen Wochen beim European Congress on Chemical Engineering in Lissabon vorgestellt. Dort war auch das Winterdiorama zu sehen. Das Video zeigt nun den Aufbau des Dioramas in 18 Schritten sowie den Einsatz für Fotoaufnahmen. Wenn man eine Modellbahn baut oder auch nur eine einzelne Szene darstellen möchte, braucht man zunächst eine Idee, die umgesetzt werden soll. Hat man nicht bereits etwas gesehen oder im Kopf, kann man sich im Internet umschauen. In meinem Fall wurden mir Motivideen vorgeschlagen. Die englischsprachige Vorlesung Reaction Engineering ist in Episoden gegliedert, die jeweils durch eine Szene eingeleitet werden sollen. Für die Episode 13 Winter war die Beschreibung blauer Himmel, hell, überall Schnee und warm gekleidete Menschen. Für die Umsetzung kann man sich in Katalogen oder Zeitschriften Anregungen holen oder Anknüpfungen an auf einem bestehenden Modul bereits vorhandene Szenen suchen. Ich habe mich für einen Gleisanschluss mit Waggon, Rohrleitungen und Containern entschieden. Dabei sind alle im Video gezeigten und verwendeten Produkte Beispiele und ich stehe mit keinem der Hersteller in einer Kooperation. Was ich nicht kannte, waren die fachlichen Fragestellungen für die Winterepisode. Hier ein Beispiel aus dem letztlich umgesetzten Konzept. Hätte ich vorher gewusst, dass es in der Szene so kracht und knallt, wäre das Diorama vielleicht ganz anders ausgefallen. Da ich selber Chemiker bin, wäre mir schon so einiges eingefallen. Anders als bei einigen anderen Szenen des Konzepts passt die Winterlandschaft nicht zu meinem vorhandenen Modul. Insofern habe ich mich dazu entschieden, ein kleines, separates Winterdiorama zu erstellen. Für die Glaubwürdigkeit als Chemieanlagenmotiv wird eine gewisse Anzahl und Auswahl an typischen Elementen benötigt. Hierzu habe ich Aspekte meines vorhandenen Moduls aufgegriffen. Zunächst erhält die Sperrholzplatte einen Grundanstrich mit grauer Abtönfarbe. Dann werden die Aufbauten erstellt. Für den Gleisanschluss wird ein übrig gebliebenes Stück Flexgleis eingerostet. Der Prellbock wird aus einem einfachen Kunststoffbausatz zusammengesetzt, der, wie bei Industriegleisen üblich, gelb angestrichen wird. Wie auf dem bereits vorhandenen Chemieanlagenmodul werden die Rohrleitungen, egal ob aus grauem oder beigefarbenem Kunststoff, mit Silberbronze lackiert. Für die Rohrbrücken werden gefärbte Lasercut-Bausätze verwendet, die noch einmal grün angestrichen werden. Stapler und Tankcontainer werden aus Kunststoffbausätzen zusammengeklebt. Jetzt erfolgt die erste Stellprobe mit grober Aufstellung der einzelnen Elemente. So passt es und so ähnlich könnte es am Ende aussehen. Jetzt kann die Schiene passend gekürzt werden. Dann wird das Gleisstück eingeschottert. Ich verwende dafür grauen Gleisschotter und Schotterkleber von Noch. Die Arbeitsschritte für das Diorama entsprechen dem Bau einer Anlage und können insofern auch als Vorübung dienen, um die Arbeitsschritte kennenzulernen. Nachdem über Nacht alles gut getrocknet ist, kann der Prellbock aufgeschraubt werden. Dann wird die Rohrbrücke aufgestellt und aufgeklebt. Als nächstes kann dann die Rohrleitung eingeleimt und verlegt werden. Um nicht zu viel Schneemasse auftragen zu müssen, wird eine Grundhöhe mit Schaumstoffplatten aufgebaut. Ich verwende dafür dünnes Material aus Hekidur. Die spätere Fahrspur des Staplers wird ausgespart. Hier wird noch einmal nachgearbeitet.
Ein bisschen Bewuchs mit immergrünen Sträuchern darf auch auf dem Winterdiorama nicht fehlen. Jetzt beginnt der winterliche Teil. Zunächst wird mit einem kleinen Spachtel dünn künstliche Schneemasse aufgetragen. Ich habe dafür die Schneepaste von Noch verwendet, die sich gut verarbeiten lässt. An den Stellen, wo der Fahrweg des Staplers freigelassen wurde, werden am Rand Schneehaufen gebildet, wo der vom Fahrweg geräumte Schnee scheinbar aufgehäuft ist. Dann werden die Fahrspuren des Staplers mit dem Spachtel in den künstlichen Schnee gekratzt. Um den Eindruck von frisch gefallenem Schnee zu verstärken, wird auf alle Oberflächen noch glitzerndes Schneepulver aufgetragen. Dazu wird die getrocknete Schneepaste zunächst mit Graskleber bestrichen. Anschließend wird darauf der Glitzerschnee verteilt. Zur Komplettierung der Winterillusion werden unter der Rohrbrücke Eiszapfen verklebt. Zum Abschluss wird ein Kesselwaggon für das Stumpfgleis leicht mit Pulverfarbe gealtert und anschließend ebenfalls eingeschneit. Belebt wird die Szene dann noch mit einigen Figuren. Um es als Motiv für die Vorlesung verwenden zu können, fehlt noch ein Hintergrund. Dem Thema Hintergründe und ihre Wirkung habe ich bereits ein eigenes Video gewidmet. Für den vorliegenden Fall passen Poster mit Himmelmotiv. Jetzt kommt das Fotografieren und die Motivauswahl. Marcel Liau hat am Ende für seine Vorlesung dieses Motiv ausgewählt. Für meine Internetseite zum Chemieanlagenmodul habe ich weitere Fotos geschossen. So ist auch das Motiv für das Thumbnail dieses Videos entstanden. Mit diesen winterlichen Bildern verabschiede ich mich nun. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.